Dreh der Teddy-Tennis. So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Heute möchte ich mal über das Thema Gewalt und Mobbing mit euch sprechen. Ihr wisst ja, dass Carsten Stahl jetzt gerade auf RTL 2 eine Serie startet gegen Mobbing, Stahlhart gegen Mobbing. Und ich möchte es auch hiermit unterstützen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, weil Mobbing zerstört unter anderem die Seelen von unseren Kindern, und dagegen sollte man was tun. Und deswegen möchte ich auch hier mit diesem Video diese Kampagne unterstützen. Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, das hat sich vor 2 Tagen ereignet. Da war ich am Bahnhof und ein junger Mann hat davor prahlt, dass er jemanden zusammengeschlagen hat und so, und hat cool getan und ja, so nach dem Motto, ja, Gewalt wäre doch voll cool. Und ich habe ihn dann gefragt, bringt es wirklich Gewalt? Ja, also ich habe mich dann eingemischt in das Gespräch, weil ich bin daneben geguckt und habe gesagt, fragt, ja, du, bringst es Gewalt? Findest du Gewalt gut? Ja, dann hat er erstmal ein bisschen komisch geschaut und so und wollte sich dann gerade erklären. Und in dem Moment hat sich eine Frau eingemischt, ja, eine junge Frau, ja, anscheinend besoffen, anscheinend auch mit einem niedrigen Bewusstsein. Und ist mir gleich richtig angegangen und hat dann mich geschimpft und gesagt, ja, ich wäre ja nur, Leute wie ich wären ja nur zu feige, ja. Und was würden Sie machen, wenn da so ein Asylant herkommt, sie am Kragen packt, ja, ihnen die Finger bricht, ja, und ihnen das Messer noch in den Leib rammt, was würden Sie da machen? Da habe ich erst mal geblieben, habe gesagt, na gut, keine Ahnung, was ich da machen hätte. Mal Krankenhaus, vielleicht Polizei rufen und dann zum Anwalt. Und dann hat sie mir ausgelacht, hat gesagt, ja, Polizei und so, das kommt, die kommt ja eh nicht und so. Na gut, ich bin jetzt auch nicht gerade ein Freund von der Polizei, ich bin ja auch so Anarchist, klar, aber ich sag halt, wenn es nicht anders geht, ja, wir leben ja nochmal nicht in der Anarchie, ja, und um die Gewalt zu bekämpfen, finde ich, jedes Mittel natürlich richtig, also, ja, und auf jeden Fall, na, habe ich aber gefragt, ja, warum passt mir das eigentlich, passiert es mir eigentlich nicht, warum bin ich nicht zusammengeschlagen, ja, warum passiert mir sowas nicht, und sie meinte dann so, ja, sie sind bestimmt jemand, der bloß wegschaut, ja, der quasi, also da wollte mir mangelnde Zivilcourage unterstellen, ja, und vor allem, ich wäre halt nur zu feige und so, und die schon richtig aggressiv auf mich zugegangen und haben gesagt, hey, 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 beruhig dich mal, habe ich schon gedacht, hey, langt die mir jetzt dann eine oder so, ja, und da hat es eigentlich schon, das hat mir eigentlich schon viel gesagt, so, über diese Person, ja, einfach niedriges Bewusstsein, auch voll emotional und konnte auch gar nicht diskutieren, also es war unmöglich. Und dann später hat sich dann ein älterer Mann dann eingemischt und hat dann mit mir so geredet und hat dann gesagt, ja und so, Gewalt, niemand ist für Gewalt, aber man muss doch was tun, man muss sich doch wehren und so und bla bla bla, ja. Und ja, aber ich sag ja, das Thema ist ja, ich bin ja auch für Zivilcourage. Zivilcourage heißt ja nicht für Gewalt zum sein, sondern im Gegenteil. Zivilcourage bedeutet ja, Gewalt zum Beenden. Also ich greife ein, um die Gewalt zu beenden. Ja, wenn ich sehe, da wird jetzt jemand zusammengeschlagen. Ja, da tue ich was. Ja, ich sorge für Aufmerksamkeit, ich rufe die Polizei oder ich gehe selber rein, ja, mit meinem Körper. Je nachdem. Das ist jedem sich selber überlassen, was es sich zutraut und was nicht. Aber das Ziel ist ja immer, von Zivilcourage ist immer, die Gewalt zu beenden, ja, und das ist einfach der Punkt. Ja, Gewalt, was geht da vor? Wir können uns mal folgenden Fall uns mal vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt irgendwo am Bahnhof und da kommt jetzt ein, da ist jetzt so, steht jetzt so ein Aggressor, ja, mit seiner Clique, ja, und ihr lauft vorbei und er schreit, ja, scheiß deutsche Schlampe oder umgekehrt, scheiß Ausländer, verpiss dich mal aus Deutschland, ja. Das heißt, das ist schon ein Aggressor, ein Provokateur und den müsst ihr euch vorstellen wie ein Pendel, ja. Dieses Pendel schwingt und sendet jetzt negative Energie aus und diese negative Energie sucht nach Resonanz, also quasi nach einem Empfänger, ja.
für diese negative Energie. Und jetzt liegt es natürlich an euch, wenn ihr vorbeiläuft, ob ihr diese negative Energie aufnimmt, zurückwirft oder ob ihr diese negative Energie einfach in die Leere laufen lässt. Ja? Und ja, was passiert jetzt, wenn man die negative Energie des Aggressors quasi aufnimmt, wenn man sich provozieren lässt und sagt, so, also das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, dem haue ich jetzt eine rein. Ja, geht mit der Faust oben und Faust, ihr geht mit der oben und Faust auf den Aggressor los, dann passiert Folgendes, das negative Pendel schlägt immer mehr aus, ja, es wird immer stärker, es sendet Signale aus, die ganzen Kumpels kommen noch dazu, ja, und ihr kommt dann, bis ihr dann zu dem Aggressor hinkommen seid, kommt plötzlich der große Bruder um die Ecke, ja, 2 Meter groß, dicke Oberarme und 10 Jahre Kampfsport, stellt sich vor den Aggressor und dann müsst ihr wieder entscheiden, wie ihr dann weiter handelt, Schwanz entziehen oder es zur Eskalation, zur Aggressionshandlung kommen lassen. Und das Problem ist, Gewalt wird immer eine Spirale, also Gewalt ist immer eine Sache, wo man nie weiß, wie geht's aus und es kann sein, du wirst über zusammengeschlagen oder abgestochen oder kommt ein Nascht, ja, je nachdem. Also man kann, weiß ja nie, wie das ausgeht. Ja, und das ist es. Also man sollte nicht auf dieses negative, auf die negative Energie reagieren, weil der Aggressor ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Pendel. Und das Pendel schlägt immer aus und wird immer stärker, wenn es Energie bekommt. Also Energie kann ja positive Energie sein aus Sicht des Pendels, dass jemand das befürwortet, dass er so sich macho-mäßig oder aggressormäßig eben aufführt, ja, also Kumpels vielleicht, die sagen, hey, du bist voll cool und so, ja, das gibt ihm Energie, aber auf der anderen Seite schwingt das Pendel auch, wenn negative Energie kommt, so nach dem Hassenergie, ja, so, ich hau dir jetzt einen aufs Maul, ich will dich jetzt bestrafen dafür, dass du jetzt die Leute anpöbelst, dann schwingt das Pendel eben in die andere Richtung, aber trotzdem, egal wie, das Pendel schwingt immer in eine, es schwingt immer, ja, und das Wichtige ist einfach, dass man dieses Pendel zum Stehen bringt, ja, und das ist das, um die Gewalt zu beenden, um da weitere Eskalationsstufen zu verhindern. Ja, also das ist schon mal so zur Gewalt. Es geht immer darum, Gewalt möglichst einzugrenzen, Gewalt möglichst zu dämpfen, zu bekämpfen, ja, und nicht Gewalt weiter eskalieren zu lassen, ja. Ja, und zum Thema Mobbing möchte ich nun mal was sagen. Es ist immer, man muss immer überlegen, was geht da vor sich. Ja? Mobbing-Opfer sind oft Menschen, die wenig Liebe von ihren Eltern bekommen haben, ja? Die ein schwaches Selbstbewusstsein haben, die sich ihrer Göttlichkeit, ihrer Einzigartigkeit nicht bewusst sind. Das sind oft schnell Mobbing-Opfer. Wie so ein Ablauf, jetzt kommt so ein Schüler, also so ein Mobbingopfer, potenzielles Mobbingopfer in so einer Schule und jetzt kommt ein, ja, Mobber und sagt plötzlich zu ihm, du bist fett. Ja. So, jetzt passiert Folgendes, das Opfer zieht das Gesicht nach unten, will sich verstecken, bekommt Angst und denkt sich, oh Scheiße, ja, ich werde gemobbt, jetzt habe ich extra die Schule gewechselt, jetzt werde ich schon wieder gemobbt, ja, und so beginnt die ganze Mobbing-Karriere. Ja. Wie würde ein selbstbewusster Mensch handeln, sowas oder so? Ja, wenn man jetzt so ein selbstbewusster Mensch sagen würde, hey, du bist fett, dann würde ich sagen, ja, ja, ein Fetti, ja, braucht man im Winter Speck. Ich bin zufrieden mit meiner Figur, oder so ein Satz kommt. Ich bin zufrieden mit meiner Figur. Dann kann es sein, dass der Mobber vielleicht nochmal versucht, da ein bisschen nachzumhaken oder so, nochmal da einhakt, ja. Aber er wird schnell merken, bringt nichts, ja. Also. Und selbstbewusste Menschen sind sich ihrer Göttlichkeit bewusst. Es ist ja auch das Krasse, ja, dass gerade Leute, auch die, sagen wir mal, rechte Pfeifen sind, sag ich jetzt mal so, oder nichtsnützige Taugenichts oder Nichtskönner, ja, oft ein großes Selbstbewusstsein haben, ja. Und während andere, die wo eigentlich intelligent wären und so, eher schwaches Selbstbewusstsein haben.
Ja, und deswegen, ich kann einfach nur, wenn wir da gerade dabei sind, was kann man tun, was kann man als Mobbing-Opfer tun, ja, würde ich vorschlagen, sich einfach seiner Göttlichkeit, seiner Einzigartigkeit einfach bewusst werden, dass man jemand ist, dass es gut ist, wie man aussieht. Alles ist okay, dass man zufrieden ist mit dem, was man ist, was man hat, wo man herkommt, ja. Und dass man dann ja mit diesem Selbstbewusstsein dann in die Situation hineingeht und auch dabei auch standhaft bleibt. Also immer wieder sagt, nee, ich bin gut, es ist okay, so wie ich bin, ja. Meine Figur, alles spielt keine Rolle, erstens mal, und zweitens mal ist es okay, wie ich bin. Also, ja, und so kann man also als Mobbingopfer quasi sich wehren oder halt, ja. Man muss sich immer vorstellen, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt, ihr kommt auf die Welt, ja. Und was könnte das Ziel sein? Warum werdet ihr auf die Erde reinkarniert? Ziel könnte doch sein, zum Lernen. Ja? Also, man macht Erfahrungen, man lernt Lektionen und dadurch steigert sich das Bewusstsein. Und in der spirituellen Bewegung glauben auch viele, dass es sowas wie einen Geistführer gibt, so einen Seelenführer, Schutzengel oder wie man auch sagen will. Oder Gott, göttliche Macht oder ja. Und jetzt stellt euch mal vor, die göttliche Macht, der Schutzengel, der Seelenführer, der Mentor, der ist irgendwie quasi als Geist neben euch, ja. Was könnte die Lektion sein in dieser Situation? Was könnte die Lektion von Mobbing sein? Ja? Was könnte die Lektion sein? Und ich denke, die Lektion ist einfach die, dass man mit sich selbst zufrieden ist, dass man sich so nimmt, wie man ist, seine Göttlichkeit bewusst wird, ja. Und selbst wenn man Schwächen hat, spielt ja keine Rolle. Also die Schwächen kann man ja immer noch zu stark ausbauen. Man hat ja jeder Mensch, egal wie, was, selbst wenn es so größer Taugenichts ist, ja, hat ja das Potenzial, Stärken auszubilden. Ja. Schon das Potenzial macht ihn lebenswert, einzigartig, liebenswert. Ja. Und deswegen ist das einfach mein Weg, mein Vorschlag. Wenn jetzt jemand. Es gibt ja Leute zum Beispiel, die sagen, ach ja, Mobbing, das ist halt so, das gehört zum Leben, ja, Rechte Stärkeren und so, es wird immer Außenseiter geben. Den Leuten möchte ich eine Vision mitgeben, eine Vision. Und zwar die Vision einer Welt ohne Mobbing. Stellt euch eine Welt ohne Mobbing vor. Und solche Welten gibt es. Und zwar in den höher entwickelten, so wie in Gesprächen mit Gott beschrieben, in den höher entwickelnden Welten im Universum, also quasi bei den Aliens, wo sowas wie Kleidung oder sowas Aussehen gar keine Rolle mehr spielt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Kein Schüler müsste mehr mit Angst in die Schule gehen. Kein einziger Schüler mehr. Ja? Oder auch keiner mehr mit Angst in die Arbeit. Ja? Oder sonst wo. Ja? Das wäre doch eine richtig geile Welt. Es gäbe echte Gemeinschaft, ja, und in der Gemeinschaft würde man geniale Sachen erleben. Man würde zusammen Party machen, zusammen Fußball spielen und niemand wäre ausgegrenzt. Niemand, ja. Und das wäre doch wirklich eine geile Vision von der Welt, eine Welt ohne Mobbing. Das stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Keine Seele mehr wird mehr gequält, keine Seele wird mehr zerstört. Und ich will nicht so, natürlich auch so, ich will kein so ein Einheitsbrei. Ich will auch nicht, dass alle in Uniform rumlaufen, um Gottes Willen. Nein, ich will die Gemeinschaft der Unterschiedlichen. Ja? Die Gemeinschaft der unterschiedlichen Menschen. Kein Konkurrenzdenken, kein Elitesystem, Gemeinschaft. Aber eine Gemeinschaft der Unterschiedlichkeit. Versteht ihr? Das wäre der Weg. Das wäre der Weg. Und ich denke, wir kommen dahin. Wenn wir alle aufwachen und alle uns dafür einsetzen. Und der Carsten Stahl macht es mit seinem Camp Stahl. Und ich kann nur dazu aufrufen, Leute, unterstützt Carsten Stahl. Ja, geht auf die Seite. Ja. Da könnt ihr ihn unterstützen. Muss auch gar nicht mit Geld sein. Es kann auch, indem man Gesicht zeigt, kann man da ein Foto aufnehmen und so weiter. Und teilen, seine Videos teilen. Und
Das, so kann man ihn unterstützen und bitte verbreitet auch seine Videos, verbreitet dieses Video, ja, dass wir dieses Mobbing-Geschwür, dieses absolut wirklich gefährliche Geschwür endlich dieses das austreten, dass wir das wirklich aus der Gesellschaft verbannen. Ja. Sowas hat in unserer Gesellschaft nichts zu tun. Ja. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und was machen unsere Politiker gegen Mobbing? Was machen die? Haben sie sich dem Thema eigentlich schon mal angenommen? Ja? Nö, es geht nur um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Nur das zählt. Ja? CDU, CSU und die ganzen anderen Pfeifenparteien. Ja? Die eigentlich schon weghören. Mobbing, das ist so wichtig, das Thema. Das gehört auf den Tisch. Da geht es um Seelen, da geht es um Psyche. Ja? Die Psyche unserer Kinder wird zerstört. Da hört es bei mir auf. Ja? Kein körperlicher Schaden ist so schlimm wie der psychische Schaden. Wir kriegen psychische Fracks, seelisch kaputte Menschen. Wollt ihr das? Wollen wir das? Also ich weiß nicht. Und deswegen unterstütze ich Carsten Stahl. Und ich bitte euch auch, Carsten Stahl mit all euren Mitteln oder mit all eurer Macht zu unterstützen. Und wenn ihr irgendwas hört vom Mobbing, dass ihr da nicht wegschaut, dass ihr Carsten Stahl um Hilfe ruft und was tut, dass Mobbing wirklich aus unserer Gesellschaft verbannt wird. Das war jetzt einfach mein Appell. Kampf gegen Gewalt und Mobbing. Ja, also, würde ich mal sagen, abonniert bitte meinen Kanal, teilt das Video und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz schöne sommerliche, jetzt wird ja frühlingshafte sommerliche Tage, jetzt ist ja schön Wetter, genießt die Zeit, aber schaut nicht weg bei Mobbing. Vielen Dank und bis bald.